Okay. Das ist ein interessantes Lied, junger Barde. Wisst ihr, ob es wahr ist? Kompletter Blödsinn? Eine sehr bewegende Geschichte. Bitte nehmt diese 10 Goldmünzen, auf dass sie euch eure weitere Reise finanzieren. Ihr seid wirklich zu freundlich. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag auf eurem Wegen. Können wir es uns jetzt nochmal anhören? Ich möchte wirklich nicht unhöflich erscheinen, aber ich muss euch ersuchen, mich alleine zu lassen. Ich muss auch die Änderung an meinem Epos abschließen. Ja. Eine sehr schöne Geschichte. Wenn es denn nur eine Geschichte wäre. Ah, Mist, jetzt habe ich zu viel verraten. Oh. Klar, wir wollen ja hier auch die voll bewaffnet. Dinger aufdecken. Und hier vorne fehlt auch noch ein Zipfelchen. Wenn, dann decken wir so ein Bauwerk komplett auf, wenn es denn möglich ist. Ja, Dass wir unter die meiner Würde. Schönheit genießen können. Hallo. Noch ein kleines Kobold-Überfallkommando. Die haben doch nicht kapiert, dass ihre Herren alle tot sind, hä? Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ich wäre auf eure Taten stolz. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich wirklich, Khalid. Wäre sonst schlimm, wenn er nicht stolz wäre. Jedenfalls auf Talisa. Bei einem bösen Charakter fände ich es fragwürdig, wenn er stolz auf mich wäre. So, wir haben ja schon fast alles aufgedeckt. Die Art, wie sich noch diese ein Gruppe paar Kobolde. Oh, das sind mal ein paar viele. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Was wollt ihr? Ich hab die Gier von. Dies ist mein. Aber das ist jetzt mehr ein kleines Gemetzel. Nichts leichter als das. Ja, und da müsste der Eingang in die Feuerweinbrücke sein, genau. Hallo. Tschüss, Kobolde. Genau, hier ist der Eingang in die Brücke. Für die Gerechtigkeit. So. Dies ist mein Wunsch. Kann es ja nicht geben, dass die Kobolde nicht sterben wollen. So, gehen wir einmal hier rum, so gut wir es können. Und ja, den schmalen Streifen können wir leider nicht aufdecken, da ist das Gebirge zu dick. So, aber das können wir aufdecken, ja. Jetzt können wir noch hier oben nachsehen, bevor wir uns in die Ruinen wagen. Die Ruinen können nämlich etwas zeitfressend sein. Vor allem kann es sein, dass ich öfter mal neu laden muss. Naja, sobald wir... Ich verrate mal nicht zu viel. Ich verrate nur, dass die Feuerweinruinen ziemlich nervig sind. Ja. Also noch nerviger als der Mantelwald. Oder als die Mine im Mantelwald. Seid gegrüßt, ihr Kleinen. Ihr seht aus wie erfahrene Reisende. Und einige von euch wie ausgezeichnete Kämpfer. Ich heiße Mellung und ich bin der fähigste Schwertkämpfer der Schwertküste. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört. Schließlich bin ich ziemlich bekannt. Nein, wir haben meinen Namen noch nie gehört. Wir würden nur gerne weiterziehen. Wenn ihr so ein guter Schwertkämpfer seid, warum lauft ihr dann in der Wildnis umher und seid ihr nichts als Lumpen gekleidet? Hol, der beste Schwertkämpfer der ganzen Schwertküste. Es ist mir eine Ehre, einen ebenso berühmten Mann kennenzulernen. Nehmen wir mal das zweite. Ihr wollt mich beleidigen. Wagt es besser nicht, mich zu beleidigen. Oder ihr werdet das Metall meiner Klinge zu spüren bekommen. Wenn ich mein Schwert erstmal gezogen habe, muss ich bei meiner Ehre die Klinge wetzen. Nun, warum zieht ihr dann nicht euer Schwert, damit wir sehen, wer der bessere Schwertkämpfer ist? Ihr oder unsere Gruppe?
Ihr habt es getan, ihr werdet es bereuen, an meinen Fähigkeiten gezweifelt zu haben. Tut mir furchtbar leid. Ja, wenn so ein Protzer daherkommt, dem geben wir in Zukunft aufs Maul. Ja. Das hat nämlich gute Erfahrungspunkte gegeben. Juhu. Noch knapp 500. Gut. Weil Talisa bereut es immer noch, dass wir diese Menschenjäger haben laufen lassen. Der hat nämlich einmal Handschuhe dabei und ein Langschwert plus 1. Das ist der einzige Grund, warum er so ein guter Schwertkämpfer war. Jo. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Deswegen, bevor er anfängt, irgendwelche Leute zu bedrohen, die sich nicht wehren können, mit seiner Arroganz, erledigen wir ihn lieber. Weil ganz ehrlich, von dem Typ hat keiner was gehört. Er war ein etwas besserer Räuber, so wie der sich aufgeführt hat. Deswegen ist es besser, wenn wir ihn ausschalten. Und ja, das war etwas radikal, aber er wollte es nicht anders. Okay, wir haben die Feuerweinbrücke aufgedeckt. Es fehlt nur noch das Flussbeet nördlich der Feuerweinbrücke oder oberhalb der Feuerweinbrücke. Manchmal kann man nämlich nie wissen, wo Norden und wo Süden ist. Wobei, ich glaube, das dürfte Norden sein. Jedenfalls wird Norden angezeigt. Oh, hallo Hund. Hunde und Kobolde. Achso, das sind die Jungs, die wir da oben gesehen haben. So, jetzt noch der da. Und weg. Gott, hier ist es so staubig. Wenn ich mit dir fertig bin, dann übergebe ich dich an den Sensenmann. Das ist schon mal eine sehr vertrauenszerstörende Begrüßung. Er macht mich wahnsinnig. Oh, bitte sagt... Oh, bitte, sagt ich, dass er mit diesem Geschrei aufhören soll. Ah, bringt ihn zum Schweigen. Was ist denn? Was treibt euch in den Wahnsinn? Meine Dame, wenn ihr Hilfe braucht, werdet ihr euch beruhigen müssen. Hä? Es ist in meinem Kopf. Es will nicht still sein. Es flüstert und flüstert. Seht euch dieses Gefäß an. Jetzt seht es euch an. Wir sehen das Gefäß, meine Damen. Jetzt beruhigt euch und erzählt uns, was hier vorgeht. Meine Begleiter und ich, wir haben die Feuerweinruinen erforscht. Und wir fanden dieses Gefäß. Es machte sie alle verrückt. Sie hackten und sie zerstückelten. Und das Blut, so viel Blut. Sie sind alle tot. Nur ich habe überlebt. Die Stimme, sie fordert mich auf, den Namen zu nennen. Sie verspricht mir eine große Belohnung, wenn ich den Namen nenne. Aber ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Was möchtet ihr, dass wir tun, meine Dame? Wie können wir euch helfen? Arme Kassa, keiner kann ihr helfen. Ihr könnt Kassa nicht helfen. Ihr müsst laufen und zwar schnell. Bald schon wird Kassa nicht widerstehen können. Bald schon wird sie den Namen nennen und dann wird Blut fließen. Mein Blut, euer Blut. Okay, wir können von ihr weglaufen. Das macht es aber nicht besser, wenn sie nämlich hier wie eine wilde Amok läuft. Wir können versuchen, ihr das Gefäß abzunehmen, wenn das sie in den Wahnsinn treibt. Also, gibt uns das Gefäß, Kassa. Keine Sorge, wir wissen schon, was wir damit zu tun haben. Nein, Kassa gibt das Gefäß nicht ab. Es gehört Kassa, nur ihr allein. Bleibt mir vom Leib. Bleibt mir vom Leib oder Kassa wird den Namen nennen und wir werden alle sterben. Nein, gebt uns das Gefäß, Kassa. Ich kann nicht... Gefäß von Kassa wegnehmen. Es ist meines. Meines. Bleibt mir vom Leib oder ich nenne den Namen. Bleibt mir vom Leib. Wir nehmen euch das Gefäß ab, so oder so. Nein, Karg, oh mächtiger
Kark. Okay. Ein Ogre Magus. Ich bin frei. Endlich. Sterbliche, bevor ihr sterbt, müsst ihr Kark den mächtigen Ogre Magus zufriedengestellt haben. Euer Tod soll meine Macht stärken, denn im Moment bin ich schwach. Oh. Gut. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Holen wir uns mal etwas Zauberkraft. Was immer ihr braucht. Okay. Wirklich nicht mit ganzem Herzen. Ja, wie ihr wünscht. Wir sind schon mal gesegnet. Oh. Das war ein Blitz, aber der prallt zum Glück irgendwo ab und geht nirgends durch. Okay, Kark nimmt Schaden. Ihr habt ein, wie ihr wünscht. Was? Zauber mal göttliche Macht, um dir ein bisschen zu helfen. So. Au, Khalid, Rückzug. Du, Feuer nochmal auf ihn. Okay, das hat ihn getroffen. Okay, der ist ein starker Gegner. Nee. Wirk mal Irreführung auf den. Du schluck mal sicherheitshalber einen Heiltrank. Du auch. Wow. Das war ein Kampf, aber er hat Talisa ein Level abgebracht. Juhu. Eine Stufe höher. Hier können wir nichts machen. Hä? Ne, wir waren vorher schon 90. Okay. Eine Stufe höher. Einverstanden. Gut, das heißt, jetzt brauchen wir... nochmal dasselbe, oder? 27.000? Also wenn wir 25... Ja, wir brauchen jetzt nochmal 27.500. Göttliche Macht steigert ziemlich viele Sachen, fällt mir gerade so auf. Auch die Constitution. Gut zu wissen. So, ein neuer Zauber hier. Irreführung. Stärke von 1. Unsichtbarkeit aufheben. Ah, starres Denken. Das ist nützlich. Das haben wir schon oft genug abgekriegt. Ihr habt so gut ihr kann. So, Dünner hier. Du guckst mal, was der Interessantes hatte, außer Geld. Puh. Die Heiltränke, die teilen wir mal kurz auf. So. Kannst du den Zauber schreiben? Nein, Schreckenszauber kannst du nicht. So, und das Schwert. Oh, das kommt auch einfach mal mit. So. Dann gibt ja Hira dir mal ein paar Schleuderkugeln rüber. Von den plus 1ern. Du kannst den wieder da reinpacken. Was ist das eigentlich? Trank der Feuerriesenstärke. Warum trägst du den? Gib den mal an sie ab. Das kannst du auch an... Khalid? Nein, an Khalid nicht. Dann an Minsk. Du Pfeile. So. Gut. Zauberbuch. So. Nimm dreimal identifizieren rein. Weil wir haben hier drei Sachen zum Identifizieren. Alle anderen sehen okay aus soweit. Was wie befohlen? Ach, die da musst du noch plündern. Die hat einen Feuerschutzzauber. Schutzformel gegen Feuer. Okay, und was ist das wahrscheinlich? Okay, du brauchst noch dringend einen Identifizierenzauber. So. Gut. Was?